Das Smartphone kannst du hiermit von 0 auf 100% in 5 Stunden haben. Wie wäre es mit von 0 auf 100% in 50 Minuten? Wisst ihr was? Alles Müll. Das hier ist ein wahrer Adapter. 140 Watt. Damit bekommt ihr euer Smartphone von 0 auf 100% in gerade mal 15 Minuten. Hey, ich bin Kong und heute erkläre ich dir, ob schnelles Laden deinen Akku schädigen kann, was die Hersteller dagegen tun und vor allem, was du dagegen tun kannst. Bevor wir zu dem Punkt kommen, ob zu schnelles Laden schädlich ist für deinen Akku, müssen wir erstmal verstehen, wie ein Akku überhaupt funktioniert. Simplifiziert erklärt kannst du dir das hier als deinen Akku in deinem Smartphone vorstellen. Auf der einen Seite befindet sich der Plus- und auf der anderen Seite der Minuspol. Innerhalb dieses Akkus befinden sich nun kleine Elektronen, die sich an das Lithium festhält. Und das alles schwimmt in einer zähflüssigen Elektrolytflüssigkeit. So sieht dein Akku aus, wenn du den komplett voll aufgeladen hast. Wenn du nun dein Smartphone benutzt, wird der Akku verbraucht und die Elektronen wandern vom Minus- zum Pluspol auf die andere Seite und erzeugt dabei den von dir benötigten Strom. Um das Gleichgewicht aber nun wiederherzustellen, schwimmen die Lithium-Ionen nun durch die Elektrolytlösung rüber auf die andere Seite. Das hier ist nun der Zustand, wenn dein Akku komplett leer ist. Wenn du dein Smartphone nun hiermit wieder auflädst, passiert genau das gleiche, nur in umgekehrter Reihenfolge. Dein Netzteil saugt nun die ganzen Elektronen an und leitet das Ganze wieder rüber auf die andere Seite. Die Lithium-Ionen wandern über die Flüssigkeit wieder rüber, so dass du dein Smartphone wieder nutzen kannst. Rein theoretisch kann man das Ganze unendlich lange wiederholen, aber wie ihr alle sicher aus eigener Erfahrung wissen solltet, lässt die Leistung des Akkus über die Zeit immer weiter nach. Das liegt einerseits an dem natürlichen Verschleiß der Elektrolytlösung, aber vor allem durch Wärme. Durch Wärme beschleunigen sich die chemischen Reaktionen innerhalb deines Akkus. Durch Hitze verdampft unter anderem auch die Flüssigkeit, in der das Lithium schwimmt und es entstehen Salzkristalle. Dadurch verliert der Akku über die Zeit an Kapazität. Wie schlimm das Ganze wirklich ist, merkt man vor allem erst dann, wenn man es ganz einfach mal vergleicht. In einer Studie hat man den gleichen Akku 200 Mal geladen, mit dem einzigen Unterschied, dass der eine bei 25 Grad, der andere bei 45 Grad Celsius geladen wurde. Die Leistung bei dem kühleren Akku hatte über den Test 3,3% Kapazität verloren. Die wärmere dagegen 6,7%. Das ist eine doppelte Degradation des Akkus. Was der Akku ebenfalls nicht mag, sind Extremzustände, zum Beispiel wenn er 100% aufgeladen ist. Denn je näher er an eine Grenze rankommt, desto anstrengend ist das Ganze auch für ihn, weshalb du den Akku von 0 auf 80% super schnell aufladen kannst und von da aus dauert das Ganze immer ein bisschen länger. Das ist genau das gleiche, wie wenn du ein Getränk in ein Glas einschenkst. Wenn das Glas leer ist, kann man einfach hemmungslos hier reinkippen, aber je näher man zum Rand kommt, desto vorsichtiger muss man hier einschenken, denn das Letzte, was man möchte, ist, das Wasser zum Überlaufen zu bringen. Das ist auch der Grund, weshalb ihr auch nur auf einen ganz bestimmten Bereich von eurem Akku zugreifen könnt. Eigentlich ist er nämlich etwas größer, aber um das Risiko eines Totalschadens komplett zu minimieren, gibt der Akkuhersteller immer einen gewissen Puffer nach oben und nach unten hin. Bedeutet, wenn euer Akku zu 100% geladen ist, könnte man rein theoretisch noch ein bisschen Saft reinpumpen und wenn er auf komplett 0% runter ist, stecken eigentlich noch 3-5% drin. Das ist auch der Grund, weshalb eine Tiefenentladung so richtig schädlich ist. Wisst ihr auch, was für eurem Smartphone schädlich ist? Stürze. Und hier kommen wir zum heutigen Sponsor, RhinoShield. Die bieten nämlich, was das angeht, einen super Schutz für euren Smartphone. Hier gibt es super viele verschiedene Designs, aber mein persönlicher Favorit ist weiterhin dieses Case hier. Der besteht auf der Rückseite nämlich aus Echtleder mit einer Goldprägung in euren Initialien. Wer jetzt aber Lust auf etwas Transparentes hat, für diejenigen hat RhinoShield auch inzwischen etwas im Sortiment, nämlich dieses nicht vergilbene Clear Case, welches ihr bei Bedarf einfach zusammenstellen könnt, wie ihr Lust habt. Falls ihr das Ganze einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr über den Link in der Beschreibung mit dem Code CONGTECH 15% auf eure gesamte Bestellung sparen. Okay, jetzt wo wir nun wissen, wie ein Akku funktioniert und weshalb der überhaupt verschleißt, stellt sich die größte Frage, ist schnelles Laden nun schädlich für den Akku? An sich klar, denn wie bei allen Dingen im Leben, je höher die Belastung, desto höher ist der Verschleiß. Wenn du den Akku schnell lädst, bewegen sich die Elektronen entsprechend viel schneller und der Akku wird wärmer. Und wie ihr inzwischen wissen solltet, der Akku findet Wärme gar nicht geil. Daher könnte man jetzt einfach sagen, ja, je schneller du deinen Akku auflädst, desto mehr schädigst du ihn. Aber die Hersteller haben sich über die Jahre natürlich super viele Sachen einfallen lassen, um dem entgegenzukommen. Und hier gibt es super viele verschiedene spannende Ansätze. Das Simpelste, was damals für mich aber ein so richtiges Wow-Moment gegeben hat, war, den Akku einfach mal in zwei zu teilen. Aber was genau bringt das? Stellt euch da einfach mal einen Akku vor, der mit 30 Watt in einer Stunde komplett vollgeladen werden kann. Wenn wir den einfach nun plump gesagt durch zwei teilen, können beide Teile mit der gleichen Leistung in der Hälfte der Zeit geladen werden. Das Netzteil selber gibt in dem Fall zwar 60 Watt aus, aber die Akkuhälften werden jeweils nur mit 30 Watt belastet. Das hat jedoch den riesen Nachteil, dass der Akku entsprechend viel mehr Platz braucht, um auf die gleiche Kapazität zu kommen. Eine andere Möglichkeit, den Akku zu kühlen, wäre einfach Kühlelemente oder einfach einen Lüfter zu verbauen. Oder auch
Das hier. Früher habe ich mich immer gefragt, wieso dieser blöde Adapter immer so unfassbar heiß wurde, wenn ich mein OnePlus damit aufgeladen habe. Das kann doch nicht wahr sein, dass der Adapter nach ein paar Tagen schon am Arsch ist, bis ich dann irgendwann erfahren habe, dass es genau so sein soll. Dieses Netzteil hier besitzt nämlich eine integrierte Energieverwaltung. Hier wird jetzt die normalerweise bei der Energieübertragung im Akku entsteht, nun zum Teil an den Adapter weitergegeben, weshalb der Adapter dann nun auch unfassbar warm wird. Zusätzlich hört er auch auf, den Akku zu laden, sobald er 100% erreicht hat. Neben den ganzen Hardware-Optimierungen gibt es aber auch Softwarelösungen. Zum Beispiel bei einem iPhone kann man bei den Einstellungen das optimierte Laden aktivieren. Das System lernt dann eigenständig, wann du zum Beispiel zu Bett gehst, lädt den Akku dann entsprechend auf 50% auf und die restlichen 50% dann kurz bevor du aufstehst. Okay, was die Hersteller sagen, ist ja schön und gut, aber am Ende des Tages kommt es immer darauf an, was du machen kannst, um deinen Akku zu schonen. Die naivste Antwort darauf wäre einfach natürlich, nutze einfach den kleinsten Adapter, den du finden kannst, zum Beispiel den hier. Der hier lädt nämlich mit maximal 5 Watt auf und der Akku wird entsprechend kaum zum Schwitzen gebracht. Weniger Hitze, weniger Verschleiß. Aber es wäre lächerlich zu sagen, dass es die Lösung für alles sei, denn manchmal braucht man auch einfach sein Handy dringend in 30 Minuten so schnell wie möglich von 0 auf 100% oder man ist einfach super faul und YouTube-Shorts süchtig und möchte einfach nicht am Kabel hängen. Dann lädt man einfach super schnell in 15 Minuten sein Handy auf und ist für die nächsten paar Stunden erstmal ausgesorgt. In dem Fall ist der größte Tipp von mir, lass das Handy in der Zeit, in der du schnell lädst, einfach mal in Ruhe. Komm gar nicht erst auf die Idee, das nächste Game zu starten. Das Letzte, was du möchtest, ist deinen Akku bei seiner Belastung noch weiter zu belasten. Zudem solltest du ihn auch nicht in der prallen Sonne oder allgemein an einen extremen warmen Ort laden, denn wie gesagt, Hitze mag der Akku so gar nicht. Versuch ihn, wenn möglich, abends zu laden, wenn es eh ein bisschen kühler ist und dann am besten zwischen 20% und 80%, denn wie gesagt, der Akku mag keine Extremzustände. Ganz zum Schluss möchte ich dir noch den besten Tipp mitgeben. Nutz deinen Akku einfach. Klar ist es besser, auf all diese Dinge zu achten, die ich gerade gesagt habe, aber in meinen Augen ist das Leben einfach viel zu kurz, um sich so viel Gedanken über seinen Akku zu machen. Klar kannst du jeden Tag deinen Akku von 20% bis 80% laden, aber so gesehen nutzt am Ende des Tages nur effektiv 60% von deinem Akku. Und irgendwie ist es dann so, als würdest du einen Akku nutzen, der bereits 40% seiner Kapazität verloren hat. Und was wir alle nicht vergessen dürfen ist, ein Akkutausch kostet inzwischen auch nicht mehr die Welt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, spread some love and peace.